Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unsere Gesellschaft wäre ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, nicht lebenswert. Engagieren für die Betreuung von Flüchtlingen, für alte Menschen sich einsetzen, für Umwelt- und Tierschutz oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche sich einsetzen, in Feuerwehren sich engagieren, in Kirchen, in Gewerkschaften, nicht zuletzt übrigens auch in Sportvereinen und nicht zuletzt auch ehrenamtlich engagieren in der Politik. Unsere Gesellschaft lebt von diesem Engagement, und es ist deswegen auch richtig, dass der Gesetzgeber Organisationen, die das Gemeinwohl fördern, steuerlich tatsächlich auch begünstigt. Es ist aber in diesem Bereich, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den vergangenen Jahren eine ganze Industrie von Trittbrettfahrern entstanden, die ausdrücklich nicht dem Gemeinwohl förderlich sind. Wenn Tierrechtsorganisationen jede Form der Nutztierhaltung ablehnen und pauschal als Sklaverei bezeichnen, und zwar jeden Reiterhof, die Nutzung von Nutztieren, von Weidetieren, jeden Zoo, jeden Zirkus und nicht zuletzt übrigens auch jeden Blindenhund, der seinem Besitzer das Leben und den Alltag ein bisschen leichter machen soll, dann empfinden viele in unserer Gesellschaft das nicht als gemeinwohlförderlich, sondern als einfach absurd, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn ein Affe, verehrte Frau Kollegin Künast, mit einer Fotokamera versehentlich ein Selfie schießt und eine Tierrechtsorganisation in einem jahrelangen Prozess dafür streitet, dass diesem Makaken die Urheberrechte an diesem Foto übertragen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist das eine irre Posse, die nicht zuletzt viel Geld kostet, die das Justizsystem belastet, und dann hat das mit Gemeinwohl nichts, aber auch gar nichts zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn dieselbe Organisation immer wieder Anglervereine, Jäger und Reiter mit Anzeigen überzieht, dann steht das in krassem Widerspruch zu dem ehrenamtlichen Engagement von Millionen ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützern, von denen jeder Einzelne übrigens auch eine Prüfung abgelegt hat als Nachweis seiner Sachkunde und damit viel mehr Kenntnis über ökologische Zusammenhänge besitzt als all die selbsternannten Tierrechtler da draußen zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. All dies, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lässt sich in einem Rechtsstaat kaum verbieten. Und auch das gehört zu einer Demokratie dazu, das Recht auf auch absurde Meinungen. Aber gerade in einer demokratischen Gesellschaft, in einer wehrhaften Demokratie, muss es gerade auch rote Linien geben. Wenn führende Repräsentanten, meine sehr verehrten Damen und Herren, und zwar nicht einfache Mitglieder, sondern führende Repräsentanten solcher Organisationen dazu aufrufen, Gesetze zu brechen oder im Nachhinein Gesetzesbrecher glauben, rechtfertigen zu können, dann dürfen sie nicht gleichzeitig in den Genuss von exklusiven steuerlichen Erleichterungen kommen dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das passt unserer Meinung nach nicht zueinander. Und ich sage das ganz konkret. Wer auffordert, in Ställe einzusteigen, wo Aufnahmen entstehen, die fast übrigens manipuliert, nach Wochen, nach Monaten an Fernsehsender verhökert werden, um dann dort gezeigt zu werden, der hat kein Interesse daran, irgendwelchen Tieren zu helfen, sondern er hat aus der Unwissenheit und der Naivität vieler in unserer Gesellschaft ein perfides Geschäftsmodell entwickelt. Und wir als Gesetzgeber sollten keinen einzigen Grund erkennen, ein derartiges perfides Geschäftsmodell auch zusätzlich noch steuerlich zu befördern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hocker. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Uwe Feiler.